Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem Mischmaschrohr. Ja, wir haben Dienstag, gleich 5:30. Ihr habt es richtig gehört, ich habe euch heute nicht mitgenommen. Es ging einfach nicht, weil ich heute seit 8:20 bis jetzt unterwegs war. Jawohl. Erstmal hatte ich Termine. Da war ich erst irgendwann mal gegen Mittag fertig. Der erste Termin war der letzte Bestrahlungstermin für Ellenbogen. Danach habe ich jetzt 6 Wochen Pause mit Ellenbogen. Ab nächste Woche geht es los mit Bestrahlung fürs Handgelenk. Da habe ich das Vorgespräch und lala und so weiter. Und ne? Danach bin ich zu meiner Schmerztherapeutin und da hat es tatsächlich alles ziemlich lange gedauert. Erstmal warten. Dann das lange Gespräch, dann auf die Rezepte warten, dann sollte ich warten, also ich bin weggegangen, die meinten, wir melden uns, wenn der Antrag auf Bewilligung von der Krankenkasse für Cannabis fertig ist, dass du dann nun und ausschreiben musst, dauert aber bestimmt ein paar Tage. Dann war ich im russischen Laden gerade fertig, kommt der Anruf: Kannst wieder zurückkommen, wenn du noch in der Stadt bist. Der Antrag ist doch schneller fertig. Du musst jetzt nur noch unterschreiben, dann schicken wir das oder geben wir das an die Krankenkasse weiter. Also bin ich wieder zurück in die Praxis, habe das dann unterschrieben und dann ging's los. Also, wo war ich denn jetzt? Es ist tatsächlich ein Marathon geworden heute. Aber ja, wenn ich einmal unterwegs bin, dann erledige ich auch alles, was ich eben zu erledigen habe und teile das nicht auf mehrere Tage auf. Selten. Ne, wenn ich schon mal in der Stadt bin, dann mache ich das. Ja, also, es sind, ich zähle mal auf, russischer Laden, Bäckerei Kruse, Erstings Family, bei Deichmann war ich, habe aber nichts gekauft, Kaufland, Taco, Action, Lidl und Apotheke. 8 Geschäfte und 2 Arztpraxen. Das ist so, was ich heute erledigt habe. Ja, ganz, ganz viele Geschäfte. Dafür habe ich aber wirklich ganz, ganz wenig gekauft. So insgesamt ist der Einkauf wirklich klein. Es ist aber trotzdem ein Wocheneinkauf. Ja, wir haben hinten noch stehen 3 6er Träger Wasser, große Flaschen, 1 9er Träger kleine Flaschen Wasser, dann 1 6er Träger Mezzomix und 4 Flaschen, also nicht ein ganzer Träger, Sprite. Sprite und Mezzomix sind gerade bei Kaufland im bei Lidl im Angebot. Und irgendwas kratzt gerade auf einmal im Hals. Ja, auf jeden Fall, das habe ich. Dann haben wir eine Palette Milch hinten schon gleich stehen lassen. Und einen kleinen Sack Kartoffeln. Einen Sack habe ich jetzt. Oder sind die doch alle hier? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind insgesamt 2 Säcke. Einmal festkochend. Leider hatten die bei Kaufland die vorwiegend festkochenden nicht mehr. Die waren gerade im Angebot. Deswegen musste ich bei Lidl noch die anderen Kartoffeln mir holen. Ja. Fast überall habe ich ein paar Kleinigkeiten gekauft. Bei Action ist zum Beispiel diese Tasche entstanden. Einiges habe ich gekauft, einiges hat Easy gekauft. Hier haben wir die Tasche von Taco und Erstings Family. Und da hinten habe ich die Tasche vom russischen Laden. Und hier ist dann alles zusammen Lidl und Kaufland. Hier habe ich Apotheke. Das übliche, ein Medikament wird morgen geliefert. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. War nicht vorrätig. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was das alles insgesamt geworden ist. So, bei Kaufland Coolflex mögen hier doch schon einige.
Dann, ich mache einfach jetzt so, wie es kommt. Lidl, Brot in der App gerade günstiger, musste unbedingt sein. Auch Lidl, die Käsegeschichten, Back, Goudertaler und Mozzarella Sticks. Easy, ne? Die mag es ja total gerne für die Heißluftfritteuse, perfekt. Auch bei Lidl Paprika, Birne und auch bei Lidl Paprika Chili Frischkäse. Das ist alles. Ach so, Katzenfutter haben wir auch stehen lassen hinten. Eine ganze Palette. Dann reicht das auf jeden Fall bis nächste Woche. Das ist alles? Nee, nicht alles. Moment. Hier sind noch Brötchen. Genau. Bei Lidl war es das. Brötchen. Sehr interessant. Ich dachte, ich hätte mehr. Aber anscheinend nicht. Ist auch gut so. Passt schon. Dann habe ich hier einen ganzen Schwung Grünzeug von Kaufland. Eine Gurke. Zwei Packungen Weintrauben, dunkel und hell. Ey, jetzt habe ich gerade die Gurke kaputt gemacht. Ein paar Kiwis und Ambrosia-Äpfel, die mag ich. Dann Solo-Knoblauch, wichtig. Dann ein kleiner Eisberg. Eine Tüte Orangen. Isi hat sich darauf gefreut. Sie meinte, ja, endlich Zeit für Orangen. Bananen, sehr, sehr grün, bin ich richtig glücklich drum. Und weil man gebot, eine Honigmelone. Die habe ich mitgenommen, weil ich irgendwie die Tage unbedingt einen Obstsalat machen möchte. Und dann packe ich alles mit rein. Melone ist immer gut dabei. Ich mache mal erstmal Action und die anderen Sachen runter hier. Wir machen erstmal die Lebensmittel. So, kalte Tasche. Gerade im Angebot bei Kaufland Pizzas. Ich habe hier Pilze und vier Käse. Also die hier. Haben wir drei Stück mitgenommen. Ich überlege gerade nämlich, was ich gleich für die Männer zum Abendessen machen soll. Ich gucke aber nach, ob meine Stampfkartoffeln noch gut sind. Dann mache ich vielleicht was damit gleich. Ein bisschen Aufschnitt ist gerade im Angebot. Dieses von Hertha. Puttenbrust mit Honig. Chickens with Chili. Hähnchenbrust mit, ja, so. Und Hähnchenbrust mit Kräutern der Provence. Das ist hier sogar Sorte des Jahres, das Chickens with Chili. Und dann zwei Packungen die Puttenbrust mit Kräutern. Immer noch im Angebot Kerrygold zum Schmieren. Das geht bei uns so schnell weg. Deswegen nutze ich jedes Mal, wenn ich was im Angebot sehe. Dann habe ich hier, hat Isi mitgenommen, die Bärchen-Würstchen. Ohne Schwein, nur eben rein Geflügel. Hat sie für die Arbeit und Schule. Dann habe ich Kräuter, einmal 8 Kräuter und einmal Gartenkräuter. Von Froster sind gerade auch nur für 79 Cent im Angebot. Hier haben wir drei verschiedene Sorten Käse von der Frische Theke. Zwei Sorten haben wir uns hier in Scheiben schneiden lassen. Einmal so ein bisschen Schafskäse war das im Angebot gerade. Einmal Leerdamer, glaube ich. Nee, Leerdamer ist am Stück. Und dann irgendwann mit, ich glaube, Paprika und Chili irgendwas. Da hat Isi sich. Hat sie probiert, hat ihr geschmeckt, wollte sie haben. So. Und diese hat alles aufgebraucht, musste ich deswegen unbedingt jetzt was kaufen. Und das war gerade im Angebot tatsächlich. 1,5 Kilo Hackfleisch, das werde ich natürlich nicht alles auf einmal einfrieren, sondern teilen.
Dann, bei Bäcker Kruse sind wieder die heißgeliebten Kürbisfranzbrötchen mitgekommen, ein paar Stück und ein Stück dieser Schokostückchen. Top. Ja, das ist das. Kaufland. Diese Kiste ist komplett von Kaufland. In der App habe ich einiges mit auch gespart. Hier ist Backpapier. Immer wieder wichtig. Achso, das wollte ich ins Auto reinwerfen. Für zwischendurch mal, wenn es irgendwie, keine Ahnung. Tee. Da habe ich nur eine Packung mitgenommen. Ist gerade im Angebot. Ich habe aber nur das türkische Apfel mitgenommen für Dirk. Dann habe ich zwei Flaschen Toilettenreiniger. Unterschiedliche mitgenommen. Das geht bei zwei Bädern, die doch regelmäßig geputzt werden müssen, schnell weg. Dann waren die im Angebot. Ich habe pro Kind einfach eine Dose Pringles mitgenommen. Isi hat ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wie das schmeckt. Also generell Pringles schon, aber hier sind so Barbecue und weiß der Kuckuck was noch alles. Ja, die hat das mitgenommen, wovon sie dachte, dass es für die Jungs auch gut ist. Im Angebot auch Paradiescreme. Kann man immer sehr gut in Kuchen oder auf Cupcakes oder sowas benutzen. Achso, hier ist noch eine. Ich habe unterschiedliche Sorte. Vanille, hier weiße Schokolade und so weiter. Ein bisschen Backzutaten, hier Mandeln. Gehackt, Mandeln gehobelt. Genau wie hier. Ja. Zucchade gewürfelt, Orangeat und Früchtemix. Vielleicht kriege ich das hin, irgendwie die Tage oder demnächst einen Stollen zu backen, damit er eben bis zu Weihnachten noch durchzieht. Ketchup. Gerade im Angebot, ich habe hier den, mag ich total gerne, mit weniger Zucker. Ich mag nicht, wenn Ketchup zu süß schmeckt. Schmand, zwei Becher. Einmal Knoppers sind gerade im Angebot. Alles von Knoppers, nur die Original-Knoppers waren nicht da. Sehr interessant. Ich habe deswegen die Bonbons und diese Riegel mitgenommen. Ich nehme sowas auch nur, wenn es im Angebot ist. Die waren auch im Angebot, Leinen mit Erdnüssen, mag ich total gerne, kaufe aber auch nur, wenn die im Angebot sind. Finish Quantum musste sein, weil die Tabs langsam zu Ende gehen, die wir da haben noch. Butterschmalz ist gerade im Angebot, habe ich eine Packung, eine Eimer mitgenommen. Remoulade ist auch noch dabei. Dann Tommy, die leichte, natürliche Mayonnaise, eben leicht, nicht ganz so viel Fett drin. Zwei Dosen Limo. Isi hat sich selber welche gekauft und die beiden habe ich für die Jungs mitgenommen. Dann auch gerade günstiger die ganzen Schoko-Geschichten für, ja, zum Backen. Ich habe hier Tröpfchen, Vollmilch und so weiter und Chunks in Weiß und Dunkel. Ne, so für Kuchen, Muffins, Kekse und so weiter zum Backen. Eine Tube Tomatenmark, eine Packung Reis. Ganz normal, Isi hat das aufgebraucht. Dann stand ich da, ich glaube, ich stand da mindestens 10 Minuten und habe gesucht und gesucht. Ich wollte eigentlich grüne Schälerbsen haben, weil wir schon ziemlich lange keine Erbsensuppe mehr gegessen haben. Jetzt muss ich die gelbe Schälerbsensuppe machen, weil, ja, eigentlich, steht auch halbe. Also die halben waren auch da von grün. Hätte ich die mitnehmen sollen. Habe ich das halbe jetzt nicht gesehen, das Wort. Naja, auf jeden Fall zwei Packungen, weil wenn ich Suppe koche, ist eine Packung zu wenig bei uns. Eine Packung Zucker und zwei Packungen Eier, auch von Kaufland. Ja, das sind jetzt die Sachen. Hier habe ich russischen Laden.
Achso, hier habe ich ein paar Broschüren. Hier Leben mit Migräne für meinen Sohn. So, russischer Laden. Im russischen Laden habe ich Semitschki mitgenommen. Also Sonnenblumenkerne. Total lecker, immer wieder. Dann habe ich da nachgefragt, sollen die Kinder probieren, Elixiergel für Körper, wärmend, also Schmerzgel, wärmendes. Christian hat das immer noch extrem mit dem Nacken, kann seinen Kopf kaum noch drehen. Soll er mal das ausprobieren. Dann habe ich Zimtstangen ein paar mitgenommen. Die sind zwar jetzt keine so langen oder so, aber ne, immerhin Zimtstangen. Dann, gerade im Angebot, leicht süße Stäbchen, Salonka. Die sind so lecker, die erinnern mich immer an meine Kindheit. Wir hatten die ganz selten zwar, aber ab und zu hatten wir die. Dann habe ich Kekse mitgenommen, unterschiedliche. Zwei von der einen Sorte. Eine für Alinchen, eine für mich. Hier, ich will was damit machen. Und auch dann diese Kekse Plombier, also mit Skuschonka-Geschmack, so halt Kekse. Ja. Noch eine Kekse. Ja, eine Packung habe ich Birkensaft dabei. Mag Christian total gerne, deswegen dachte ich, ich nehme mal eine Packung mit. Dann habe ich diese Tierchenkekse, Alinchen liebt die Dinger. Und einmal solche Prianike, die sind nicht nur Weizen, sondern auch Roggen, also gemischt aus Weizen- und Roggenmehl. Ne, so ein Gebäck. Und minimal hier ein paar einzelne Pralinen zum Probieren. Meine eigenen, die Lieblingspralinen habe ich gar nicht mitgenommen. Und Skuschonka mal in so einer Packung, in so einer Tüte, was auch immer das ist. Ja, habe ich jetzt auch mitgenommen. Das sind jetzt die Sachen, die mit Essen zu tun haben, zum großen Teil. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, was es bei Action und Taco und Erstlings Family geworden ist. Ist aber nicht viel. Wir machen jetzt einfach mit Action weiter. Ja, da konnte ich nicht vorbeigehen. Das hat auch, ich glaube, nur 3 Euro irgendwas gekostet. Super schön, da sind so viele schöne Kugeln gerade. Die sind einfach nur mega, wie die da aussehen. Aber ich habe erstmal nur diese hier mitgenommen. Ne, da hat mich sehr gut so angesprochen, diese Bonbons zum Beispiel oder eben auch diese Sterne. Nicht nur jetzt rein Kugeln, sondern so ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind. Die habe ich mit. Easy hat selbst bezahlt. Wolle mitgenommen. 3 Farben. Einfach jetzt, die häkelt gerade wie wild. Hat sie sich jetzt Wolle gekauft. Ich habe mir diese Stifte gekauft, in der Hoffnung, dass das das Richtige ist, dass es gut damit geht. Ich habe ja da ein paar Sachen zum Ausmalen. Ich habe noch die hier mitgenommen. Einmal solche Batterien, kleine. Einmal die Aufsätze für unsere Zahnbürsten. Wir haben ja 3 Stück, unten 2 und oben eine. Und die LED-Kerzen, gerade mal 1,79 Euro, glaube ich, weiß es nicht genau. So mit Timer. Ich wollte mit Timer haben. Ich habe nämlich draußen vor der Haustür eine Laterne stehen und das ist mir immer irgendwie zu doof, jeden Abend rauszugehen, die Teelichter dann zu machen und so weiter. Da ist das einfacher, wenn sie dann mit Timer von alleine angehen. Und dann hat Isabels Freundin bald Geburtstag und ich habe, Isi hat für sie was mitgenommen, nur ein paar Kleinigkeiten. Total schön, finde ich. Ja, ich denke mal, die wird sich freuen.
Einmal ist das auch so eine Kugel für Weihnachtsbaum und einmal eben ein Pflegeset mit Zeugfell drin. Und dann haben wir nur noch die Kleidung. Also, ich habe beim Erstlings-Family nur, ja, Schlüppis für mich gekauft. Ganz einfach in Schwarz, einmal hier mit ein bisschen Spitze, ne, so, und einmal pur. Ja, die Sachen. Und dann bei Erstlings-Family hatte ich wieder Gutscheine. Am Ende war wieder ein Produkt, ein der Pullover, nicht die Söckchen, sondern einer der Pullover, die wir gekauft haben, gratis. Weil ich einmal für ein Produkt 30% hatte, zweimal 25% und einmal 20%. Ja, und kam eben drauf zusammen, dass ein Produkt dann gratis war. Ja, ich habe diese Rutschesöckchen mitgenommen. Die lasse ich auch bei mir. Die sind natürlich nicht für mich, sondern für meine Nichte. Für den Fall, dass wenn die mal hier sind und die Motte mal vielleicht keine mit hat oder so. Da waren auch so süße Hausschüchen. Auch nicht teuer, ne? Action ist ja sowieso nicht teuer. Aber es war nichts in ihrer Größe. Ich hätte ihr liebend gerne solche Hausschüchen mitgenommen, aber wie gesagt, nichts in ihrer Größe. Ja, für mich habe ich diesen richtig schicken, warmen Pullover mitgenommen. Der ist richtig kuschelig. Jetzt kommt Winter und sowas habe ich gar nicht. Ne, in der Qualität sowas Warmes mit einem Gott sei Dank weit auseinandergehenden Kragen, der ist dann so und nicht nah am Hals, das kann ich überhaupt nicht tragen. Ja, habe ich mir jetzt mitgenommen. Der sieht so, so schön aus, finde ich. Ist auch sowas von weich. Ne, also mal was Helles. Ich habe eigentlich so gut wie nie irgendwas in hellen Farben. Also in meinem Schrank findet man ganz, ganz wenig Sachen, die weiß oder beige sind. Trage ich eigentlich nicht, aber den Pullover, der ist so hell und dann aber wiederum zwischendurch kann man sehen, also Flecken etwas dunkler. Und Easy hat sich auch zwei Teile geholt. So Basics auch, ne? Also die hat, aber die hat absolut kein Problem mit Rollkragen. Also hat sie diesen hier. Total weich auch und flauschig und warm. Der Pullover hat hier ein bisschen auch so einen Schlitz an der Seite mit langen Ärmel und so weiter. Also richtig schön in S. Von dem Pullover gab es so viele unterschiedliche Farben. Weiß, schwarz, babyblau, andere blau, beige, hellgrau, hellbeige und dann eben auch diese Farbe, aber nicht in ihrer Größe. Die hätte liebend gerne in der Farbe auch den dicken Pullover mitgenommen. Ja gut, hat sie jetzt nicht gekriegt, war nichts mehr da. Dafür hat sie aber einen mit Rollkragen mitgenommen. Mit so einem richtig, richtig, richtig Rollkragen. Auch in S. Ne? Also ich kann sowas nicht tragen, sie schon. Und diese Farbe steht ihr einfach richtig, richtig gut. Genau, und bei Erstlings habe ich mir noch diese Tasche gekauft, weil ich, ja, die ist super praktisch. Die ist sehr, sehr stabil, sehr, sehr robust. Die Tasche, in der die Tasche dann drin steckt, ist auch gleich dabei. Man muss nichts irgendwie jetzt aufpassen und nicht verlieren und so weiter. Ja, das ist jetzt alles, ihr Lieben. Das ist mein Einkauf.
Na, ich habe ja gerade erzählt, ganz viel Getränke und Katzenfutter und so weiter steht schon hinten im Anbau. Und das, was hier so an Lebensmittel dabei ist oder war, habe ich jetzt alles hier drin. Ja, und bloß nicht fallen. Ja, und jetzt werde ich das einfach schnell abfotografieren für euch. Irgendwas fehlt hier. Und dann nehme ich euch, glaube ich, nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu essen für die Männer machen soll. Ich gucke, vielleicht wärme ich einfach nur das von gestern auf. Das reicht dann auch, denke ich. Und ansonsten, wenn nicht, dann schmeiße ich vielleicht Pizza einfach, die da liegt, die ist schon angetaut, in den Ofen. Dann können sie gleich einfach Pizza essen. Zum Kochen habe ich weder die Zeit noch Kraft gerade. Schon gar nicht Kraft. Ja. Ja, und wie ich das schon gerade vorhin erwähnt habe, Antrag auf Bewilligung von den Tropfen läuft jetzt, ne, wird gerade gestellt von meiner Ärztin für den Rücken. Die hat den MRT-Befund sich angeguckt, hat gefragt, was gemacht wird. Ich meinte, ja, Physio hat der Orthopäde verschrieben. Die meinte, ja, aber an der Stelle, wo da gerade jetzt eben Bandscheibenvorfälle sind, kann man gut unter CT was spritzen, was dann auch hilft. Und hat mir eine Überweisung in unsere Radiologie gegeben, um das dann eventuell zu machen. Ich bin nächste Woche da wegen Besprechung Handgelenkbestrahlung. Und da werde ich das einfach auch ansprechen und dann gucken wir. Aber falls einer von euch das schon mal gemacht hat und weiß, wie das ist, was das genau ist, könnt ihr gerne mal berichten. Also ich habe die Überweisung jetzt hier und da steht Radiologie, chronische Lumbalgie bei Tralala und so weiter, Auftrag probatorische PRT der L4 links unter CT-Kontrolle mit Vollon. Boah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal, auf jeden Fall habe ich hier so eine Überweisung. Ja. Was aber ganz witzig war, in der Klinik, als ich da war jetzt in Travemünde, waren wir ja 5 Frauen und ein Mann. Und dieser Mann kam oder kommt aus meinem Landkreis. Die anderen waren, keine Ahnung, wo alle verstreut. Der Mann, der einzige Mann, der Hahn im Korb, war aus unserem Landkreis. Und wir haben uns dann verabschiedet mit, ach, man läuft sich schon bestimmt irgendwann mal beim Einkaufen oder so über den Weg. Ich komme heute in die Praxis, komme rein, gucke so nach rechts zum Wartezimmer. Wer sitzt da? Horst, der Mann aus der Klinik. Der guckte, wir guckten uns das mal so verdattert an, haben dann angefangen zu lachen. Also so schnell hat keiner von uns damit gerechnet, dass wir uns über den Weg laufen. Ich habe aber, als wir in der Klinik waren, auch nicht nachgefragt, zu welchem Schmerztherapeuten er geht. Ja, hat sich jetzt herausgestellt, dass wir beim gleichen Schmerztherapeuten sind. Ja, der war direkt vor mir dran. Er war raus, ich wurde dann reingerufen. Genau, ja. So kann das sein. Also vorher kannte man sich nicht. Ne? Vielleicht hat man sich auch gesehen, aber eigentlich nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn in der Praxis gesehen hätte. Aber jetzt läuft man sich anscheinend häufiger über den Weg. Ja, so kann es auch passieren. Genau. Egal. So war jetzt mein Tag. Den ganzen Tag nur unterwegs, nur auf dem Bein. Ich kann kaum noch stehen. Mein unterer Rücken killt mich gerade, die Füße auch. Deswegen mache ich Schluss mit Labarababa. Es bleibt heute einfach mal bei einem gemischten Haul. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und hat Spaß gemacht, zuzuhören, zuzugucken. Vielleicht hilft es auch einem oder dem anderen beim Erstellen der Einkaufsliste oder beim Ergänzen der Einkaufsliste.
Ich habe euch einige Angebote gezeigt. Ja, Taco, wer die App hat, da sind gerade Coupons wieder drin. Wer keine App hat von Taco, installiert euch die App. Ist sehr hilfreich. Man sammelt da auch Punkte, die man dann einlösen kann. Ja, mit den Punkten hatte ich heute auch noch 2 Euro noch weniger auf den Einkauf. Kaufland-App, Lidl-App, super. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist meine eigene Meinung. Ich habe bei Kaufland heute einiges mit der App gespart. Und auch eben beim Taco und bei Lidl spare ich sowieso jedes Mal auf die Sachen, die ich sowieso gekauft hätte, die ich brauche. Wenn man dann noch richtig gut sparen kann, umso besser. Ja, also das war jetzt gar nicht so viel alles zusammen, weil ich eben die Apps habe. Also installieren nicht vergessen, es lohnt sich. So, und jetzt habe ich genug gequatscht. Daumen hoch, abonnieren, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.